Ach, Heide, hier an dem Tisch, da ist wirklich Schönheit überall, wo man hinschaut. Ich muss es dir mal zusammen zeigen, schau mal. Ja. Wow. Ja, wirklich wow. Also wirklich wow. Ja, was bitte ganz schön. Anderes. Ja. Auf jeden Fall ein Hingucker. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Ich bin die Sabine. Freut mich, Sabine. Und ich bin der Heinz. Sabine und Heinz, Frau Dr. Heide Rezepazabel. Hallo. Freut mich. Und ich bin der Horst. Von wo kommt ihr zwei? Wir sind aus Mönchengladbach. Aus Mönchengladbach, das ist natürlich alte Heimat für mich. Richtig. Geboren da. Ja, was macht ihr beruflich? Ich bin Erzieherin im Kindergarten. Mhm. Und ich bin seit 2 Jahren im Vorruhestand. Ach, ihr habt aber früh aufgehört, ne? Ja. Genau. Aber was habt ihr für Hobbys? Mit Sicherheit Karneval, ne? Oder? Ja. Ja, Karneval mögen wir gerne. Also ich bin noch Hobbyfilmer und dann wir machen beide gerne Radtouren. Und haben seit einem Jahr einen kleinen Rauerdackel noch. Die machen einen Spaß, oder? Ja. Ja. Ist ja nicht unfassbar. Ja, ganz genau. Ihr Lieben, wo habt ihr denn dieses unfassbar tolle Teil her? Also vor einem Jahr ist eine alte Tante von mir gestorben. Und die hatte das, solange ich denken kann, immer im Wohnzimmer auf einer Anrichte stehen. Ja. Und ja, wir mussten uns jetzt um den Nachlass kümmern alles. Und da habe ich gesagt, ich habe zwar so keine Ahnung von diesen Antiquitäten, aber ich sag, das sieht wert aus, dass wir mal versuchen hier. Es sieht beeindruckend aus, sehr, sehr schön. Heide. Ja, es ist wirklich ein prachtvolles Milieu de Table. Also ein Tafelaufsatz, der das Zentrum einer großen Tafel schmückt. So etwas hat sich das Großbürgertum am Ende des 19. Jahrhunderts geleistet. Und ja, prachtvoll geschmückt. Und zwar folgt alles einer tektonischen Logik. Eben, wir haben hier ein Sockelgeschoss mit diesen auskragenden Volutenfüßen und darüber eine Art korbähnliche Zone mit Verschlingungen. Dazwischen Perlbänder und eben auch ein Gesims. Und was hier auffällt, sind vor allen Dingen die vollplastischen Einzelstücke, wie zum Beispiel die Löwenmaskarons, also die Fratzengesichter und eben auch diese großen Volutenhenkel mit seinen Nodi, Rosetten und Festons hier vorgelegt und natürlich diese großen prachtvollen Cherubim. Das ist Neorenaissance, tektonisch aufgebaut und eben angereichert mit diesen überdimensionierten vollplastischen Figuren. Heide, die Glasschale, die da drin ist, das ist in Form gedrückt worden. Ja. Und ich denke, es ist ein schweres Bleiglas, was zusätzlich auch noch mal graviert und geschnitten wurde. Es gibt einige Bestoßungen hier an der Seite, da ist ein bisschen was abgeplatzt. Aber ansonsten sieht sie eigentlich von oben ganz gut aus. Diese Abplatzung, die verschwindet hier auch in dem Rahmen. Ja. Nicht schlecht, aber es ist die originale Schale. Und natürlich ist so ein Gefäß für die Früchte des Gartens, deshalb auch dieser Korb. Und wahrscheinlich eben eher für Blüten als wirklich für Obst. Ja. Wie alt mag das sein? 1870er, 1880er Jahre. Okay. Eindeutig. Heide, vielleicht haben wir, weil du hast es eben auf der Waage gehabt, auch Silberpunzen, damit wir wissen, wie der Feingehalt ist. Genau, haben wir. Ist hier unten am Sockel gestempelt. Und zwar mit 800er Silber. Und daneben ist auch noch gestempelt der Hofjuwelier aus Aachen, nämlich Heinrich Stenerz. Aber es ist nicht der Hersteller gewesen. Hersteller ist hier Lazarus Posen aus Frankfurt. Er war ehemals Silberschmied, hat eine große Fabrik eröffnet, 1869 bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankfurt. Und hatte diese Stücke mit Werkzeugen gedrückt. Also es ist kein Unikat, sondern es ist wirklich aus Einzelteilen gedrückt worden, zusammengesetzt worden. Und diese großen plastischen Stücke sind gegossen worden. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Aber die Qualität weist hier eindeutig nach Frankfurt. Also ich kenne hier Vergleichsstücke. Okay. Aber der Gesamtzustand am Silber, an dem Korpus, ist nichts kaputt, abgebrochen oder ähnliches? Abgebrochen ist nichts. Wohl gibt es hier einige Verdrückungen, offensichtlich. Hier ist es mal ungeschickt aufgesetzt worden oder falsch gelagert worden. Mhm. Der Rand ist hier ein bisschen verdrückt, das kann man sehen. Aber das ist ehrlich gesagt nicht zu vernachlässigen. Ja, nicht so schlimm. Gut. Ja, ihr zwei Hübschen. Was würdet ihr gerne haben wollen? Weil wir vorher keine Ahnung hatten, hatten wir gedacht, so 500 Euro. Aber es hört sich nach mehr also an. Also 600 würdet ihr auch nehmen, ne? Wir noch. Ja. Und zu welchem Ergebnis gelangt Heide? Der Silberwert liegt hier schon bei 870 Euro. Oh. Und die Qualität weist hier deutlich auf die Firma Posen Frankfurt. Und das ist auch ein Name, der geschätzt wird auf dem Kunstmarkt. Von daher bin ich ein gutes Stück höher, nämlich bei 1.600 bis 1.700 Euro. Aber jetzt nicht mitgerechnet. Oh, wie schön. Ja.
Ja, und die Freude solltet ihr euch erhalten, das ist ganz wichtig. Ihr habt jede Menge erfahren, bitteschön. Dankeschön. Viel Freude. Vielen Dank. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, gerne. Das ist schon ein Prunkstück. Ach, das ist richtig edel verarbeitet, ja. So schön. Weißt du, das ist dickwandig gearbeitet. Toll. Super gemacht. Richtig toll. Ja, also wir hatten ja nicht mit dem hohen Betrag gerechnet und von daher sind wir jetzt überrascht und hoffen, dass im Händlerraum vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommt. Das werden wir schon schaffen. Ob auf Sabine und Heinz ein Geldregen wartet? Händlerin Elke und ihre Kollegen sind bekanntlich immer für eine Überraschung gut. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Also, ihr habt hier eine schöne Kopie mitgebracht. Und ich denke mal, so mit 85 ist der Prügel gut bezahlt. Nee. 85? Ist der Glaseinsatz bezahlt, ne? Nee, und jetzt mal Spaß beiseite. Das ist mit Abstand das Beste, was man bis jetzt hier hat. Also zumindest für mich. Also wir sind alle wirklich begeistert. Ja. Das ist toll. Der Hammer. Das ist schon eine Spitzenausnahme an Jardiniere. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Ja. Können Sie uns was erzählen über die Punzten, über den Meister, wer es gemacht hat? Ja, also das ist die Firma Posen in Frankfurt. Kennt man, ja. Und ich fange mal mit 1500 Euro an. Also das war schon ein starker Start von Walde, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Ja, ich baue noch 1600, das ist morgen noch ein Jahr. Okay, ja. Dann mache ich mal weiter mit 1700. Ja. 1800. Ich glaube, das macht meine rechte Flanke ohne mich. Was? Ihr macht das. Das hat ziemlich schnell gegangen. Die kommen wir klar mit 1800 Euro? Nee, 1850. Herr Elke ist stark. Ja. Also, was, Walde, gehst du noch drüber oder nicht mehr? Ja, klar. Genau. Also, ich mache wirklich, also das wäre auch meine Schmerzgrenze, aber das ist das Ding auch zweimal wert. Ich mache schnack 2000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hört, hört. Elke, was sagst du denn dazu? Elke. Das braucht Zeit. 2-1. Wow. Aldi. Ich hab's ja befürchtet. Ich kenn das Kleen, ja. Ja, klar. Und ich mag sie auch noch dabei. Dann ist es noch viel, viel schlimmer. Nein, ich aber 2 Mille, das war so meine Grenze. Nein, ich lasse der Elke. Würden die ins Geschäft kommen mit 2100 Euro von mir? Ja, machen wir. Prima. Oh, schön. Traumhaft, das Ding. Ja. Kann man nicht anders sagen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Den einen. Der ist wirklich besonders, besonders schön. Schönen Dank. Ja, schön. Wir haben zu danken. Vielen lieben Dank. Wir haben es. Danke mal gut. Ja. Ja. Danke schön. Danke fürs Kommen. Tschüss. 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 Toll, Elke. Wow. Gratulation. Ich bereue es, aber ich gönne es dir auch. Wir sind völlig aus dem Häuschen. Es war einfach Wahnsinn. Also, da haben wir überhaupt nicht mitgerechnet. Nein, da haben wir gar nicht mitgerechnet.